Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zum Bus-Simulator. Und schön, dass ihr wieder dabei seid. Und unsere kleine Rundreise hier. Und wir sind dabei, Greenwood und Copperpot auf Stufe 5 aufzubauen. So, wir sollen wieder, wie gesagt, Haltestellen aufwerten und das ist unser größtes Ziel. Und das ist auch das, was wir heute so ein bisschen machen werden. Ich habe länger nicht mehr gespielt. So, anderthalb Wochen, zwei Wochen jetzt gerade. Aus Urlaub und alles drum und dran, aber wir kriegen es ja jetzt hin. Wir machen es auf jeden Fall jetzt erstmal. So. Stellen wir uns mal hier hin. Hi. Moin. Ich war im neuen italienischen Restaurant. Keiner, der eine Karte will. Sehr freundlich. Na gut. Also Copperpot, Greenwood und. Ne, du die zwei. Das jetzt, ach, dieses Auto. Oh, ich habe das Auto halt nicht gesehen. Egal, alles gut. Wir können es verkraften. Die Abschlussmission wird ja das am Ende sein, diese Mega-Route da mit durch eine Stadt auf 50 sogar. Werde ich offscreen nochmal neu erstellen. Es wird eine andere Route werden, als ich die jetzt schon mal habe. Aber das machen wir dann auf jeden Fall in Ruhe oder machen wir dann bei Zeiten. Jetzt ist erstmal hier diese Aufgabe dran, diese Stadtteile auf 5 hochzubringen. Ich muss jetzt mal wieder ein bisschen in das Spiel reinkommen. Wie gesagt, ich habe etwas länger als ich gezockt. Copperpot Church ist jetzt auf 2. Die haben wir bisher noch nicht wirklich genutzt. Die Haltestelle. Wie gesagt, ich muss einfach wieder ein bisschen reinkommen. Sehen wir jetzt gerade nach, dass wir jetzt so ein bisschen. Dass wir zwischendurch mal so ein bisschen hin und her zocken, hinterher zu hängen. Und ich jetzt nicht immer genau weiß, was ich machen soll. Wie gesagt, ich habe jetzt gut zwei Wochen nicht gezockt. Und wollte jetzt mit euch wieder so ein bisschen zusammen weitermachen, damit wieder regelmäßig hier neue Folgen kommen. Ob es aber mit Rainbow weitergeht, weiß ich noch nicht. FIFA ist jetzt angelaufen. Das neue, ganz neue FIFA, da wird auch eine Weile, wird auch ein größeres Projekt werden. Mal schauen, wie lange. Und jetzt, wie gesagt, halt der Bus-Simulator, der noch ein bisschen läuft. Danach müssen wir gucken, was wir dann machen. So, Indian Avenue. Ich danke, dass Sie so pünktlich sind. So, Indian Avenue müssen wir auf jeden Fall. Einfache Fahrt, bitte. Ja. Danke. Ja. Die Tomatenpflanzen auf meiner Fensterbank sehen nicht gut aus. Ich sollte Opa mal deswegen fragen. So, wieder Bus hoch und weiter geht die Reise. Ich weiß schon nicht, dass wir so zweimal fahren werden. Ich freue mich so aufs All Directions Konzert nächste Woche. Unfassbar, dass ich noch Tickets bekommen habe. Ja, apropos Konzerte, genau. Ich war ja jetzt anderthalb Wochen weg. Ich war ja bei meinen Eltern. Ich war ja auf zwei Konzerten tatsächlich. Und ich muss sagen, es war mega cool. Es hat mir echt extrem gut gefallen. Wo ich genau war, ja, ich habe Santiano live gesehen, letzte Woche am Donnerstag. Und dann am Samstag war ich auf einem anderen Konzert,
von so einer mittelalter Rockband, Satyajit Mortis, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Und war das Geburtstagskonzert zum 20-Jährigen, eigentlich fast vor 2 Jahren jetzt schon stattfinden soll. Und ja, es hat jetzt endlich stattgefunden. Ich bin ziemlich happy, dass es stattgefunden hat. Es war mega cool, auf jeden Fall, es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es gab zwar danach im Konzert so ein, zwei schöne, unschöne Sachen, wo ich jetzt nicht drauf näher eingehen werde. Aber alles in allem war das definitiv ein gelungener Abend. Wir haben neue Leute kennengelernt. Ich habe Leute seit längerer Zeit mal wieder gesehen. Ja, es war schön. Definitiv. Es war ein sehr erfolgreicher Abend und gerne mehr davon. So, gut. Oh, herzlichen Glückwunsch. Freeman Street. Ja, die Freeman Street ist jetzt auf 4. So, nein, Student-Ticket wollte ich haben. Eine Fahrkarte, bitte. Ja. Hey. Ich hätte gerne mehrere Fahrkarten, bitte. Okay. So, Türchen zu, weiter geht die Reise. Wir werden sie eh noch ein paar Mal fahren müssen. Also ich vermute, mindestens einmal. Ich nehme ja dann immer wieder die alte. Warum gebe ich mir nicht an der Haltestelle vorbei? Okay. Naja, das heißt so. Wahrscheinlich ist ja doch einer stehen geblieben draußen. Ich hab's immer gesehen. Vielleicht ein Rollstuhlfahrer oder so. Naja, ist halt so, manchmal. Es geht ja jetzt auch nicht um irgendwelche Perfektionssachen, obwohl die Mission so heißt. Es geht ja rein darum, nur darum, diesen Haltestellen aufzuwerten, so Stück für Stück. Viele haben wir ja auch nicht mehr. Es wird jetzt so nach und nach immer besser. Aber das wird jetzt immer weniger. Da wir den ganzen oberen Kram mittlerweile weg haben, können wir jetzt unten in den Süden. Und ich habe mir auch ein bisschen überlegt, tatsächlich, wenn wir das hier durch haben, das alles, dass ich mir tatsächlich für die 12,99 das DLC kaufen werde und mit euch dann quasi noch die 2 fehlenden Stadtteile plus weitere 9 Missionen stattfinden. Katze, was machst du? Oh, Kidley Walk, genau. Das ist hier der Zeitstelle. Ja, und schon sind wir durch mit der Route. Ja, dann haben wir so gequatscht. So, Kidley Walk. Jedenfalls auf 4. So. Das sind noch ein paar. Warte mal. Da war doch irgendwo einer eingeschlafen. Ich weiß nicht, ob die jetzt noch da sind. Also ja, der pennt noch, der Kollege hier. So, könnt ihr mal jetzt irgendwie aussteigen oder? Oder geht das jetzt hier weiter? Ich nehme die jetzt wieder mit heim. So, fahren wir wieder zurück zum Auftakt. Da muss jetzt, glaube ich, jetzt die Route berechnen gerade. Spiel. Warte mal, ich muss jetzt kurz gucken. Nächster Halt, Fifth Avenue. Also, fahren wir zurück zur Fifth Avenue. Wir sind immer noch mitten in der Mission drin und das ist unser großes Ziel. Wir sind ja immer noch dabei, Greenwood und Copperpot aufzuwerten.
die brauchen wir ja noch, die Haltestellen. Honey Hill zum Beispiel, das ist glaube ich dieser, das fehlende Stadtteil, aber wir kriegen sie noch hin. Also wie gesagt, wir werden es nach dem Hauptspiel dann dieses DLC noch kaufen, oder werde ich halt das DLC noch zocken mit euch zusammen. Weil ich sehe auch in den Aufrufen, dass der Bus-Simulator durchaus gut ankommt. Es macht auch ein bisschen Spaß. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Das Ding ist nicht langweilig. Es kommt natürlich nicht an den echten Berufen des Busfahrers ran. Das kann ich so ein bisschen aus erster Hand bestätigen. Ich bin tatsächlich Busfahrer, für die Leute, die es nicht wissen. Und ja. Ah, da unten ist ja schon. Okay, gut, dann fahren wir die jetzt durch. Aber es ist ein kurzweiliges Spiel, es macht riesen Spaß, es hat ein bisschen halt Potenzial und es ist nicht so dahingerotzt wie jetzt zum Beispiel viele andere Simulatoren, die ich ja so ein bisschen angezockt habe, zum Beispiel den Berufsfeuerwehrsimulator oder auch den Flughafensimulator. Das sind für mich so Simulatoren, die meiner Meinung nach extremst hingerotzt sind, die mega viel Potenzial gehabt hätten, gerade der Flughafensimulator, weil da halt extrem viele Sachen zu machen sind. Und ja, finde es halt ein bisschen persönlich ein bisschen schade, dass es so lief. Aber nicht änderbar. Ich habe ihn jetzt auch nicht mehr, ich habe ihn damals verkauft. Genauso wie den Fußfeuer-Simulator, den ich auch in eine gewisse Zeit hatte. Weil ich muss es sagen, ich spiele zwar gerne Simulatoren, aber ich fand die jetzt einfach nur schlecht. Das ist meine Meinung und die sollte man auch akzeptieren. Ach. Guck mal, da kommt der Doppelstock. Den fahren wir nämlich schon mal in die Abflussroute. So, Fifth. Nehmen wir die direkt. Ach, da klammern die direkt hoch auf 4. Auf 4. Eine Fahrkarte bitte. So. Gut. Danke. Die können wir direkt auf 2 Stufen hochbringen, weil ich vermute, dass der Kollege links, der neben uns steht, der Doppelstock, ich wünschte, wir die eine Stufe mitgenommen hat. Wieder den werden wir dann auf jeden Fall zum Abschluss fahren. So, Hummer Street. Nächster Halt, Humboldt Street. Also Humboldt Street, ja. Warum? So, ich hoffe, dass wir dann immer gleich mal so ein paar Haltestellen mal wieder rausnehmen können aus dem Liniennetzplan. Hier mit euren scheiß roten Ampeln interessiert mich jetzt wenig. Danke, dass Sie so pünktlich sind. Ja. Oh, die ist also auf 1. Gut, dass diese Stadt nicht allzu groß ist. Eine Fahrkarte bitte. Also gut, ich muss noch kurz mal ein Getränk nippen. So, jetzt. Sehen Sie auf die Straße! Ey, ich stehe! Ich stehe! Ich bin gerade dabei, Leute abzukassieren und mir knallt die Karre rein, ich krieg die Strafe. Hammer! Was für ein Typ? Hi. Hallo. Nur hin, bitte. Alles klar. Ey, Hauptsache mir knallt der Karre in den Bus und sagt er, und ich krieg die Strafe von 600 doch was. Ich meine, wenn ich wirklich in die Karre da reingefahren, wäre es kein Problem gewesen. Ich dachte, okay,
Die Strafe nehme ich gerne an. Irgendwie juckt sie jetzt eh nicht, aber ich weiß nicht, ihr habt selber gesehen, ich habe die Leute gerade abkassiert und mir knallt das Auto da an die Seite und dann heißt es am Ende, ja, du hast die Strafe. Du kriegst dann hin sitzen, guck doch auf die Strafe. Okay, jetzt hat er gehört, dass sie ihn meint. Wie gesagt, Schuld ist nicht meine. Warum ich auch bezahlt bekommen habe? Also, ob ich die Strafe dafür bekommen habe? Naja, alles gut. Passiert. Also zweimal müssen wir auf jeden Fall noch fahren. Mindestens eine Folge brauchen wir noch. Wenn jede Haltestelle auf 5 aufhört, eine Stufe pro Durchgang ist. Danke. Oh, was für eine Nacht. Ich bin völlig durch. So. Was für eine Scheiße? Was denn heute? Was ist denn hier los in dieser Folge? Da passiert ja alle möglichen Scheiße im Montag. Na gut, die Olle, die Blonde, die davor stand, der NPC, der stand irgendwie ein bisschen im Wege, dass ich durch den Spiegel nicht sehen könnte, ob da noch einer steht. Das kann auch passieren, theoretisch. Aber wie gesagt, nochmal, es ist nichts wirklich jetzt Bewegendes. Passiert einfach. Indian Avenue auch erst auf 3. Oh, ist das kalt heute. Ja, aber ja gar nichts gemacht. Wenigstens ist der Bus geheizt. Mann, ich könnte jetzt wirklich. Oh ja. Ich muss gleich die Scheibe noch anmachen. So. So, nächste Haltestelle ist dann die Freeman Street. Schnell noch. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Wo wird das hin? Mal kurz die Leute durch. Oh, tut mir leid, ich muss sie verloren haben. Hier ist meine Fahrkarte. Und hier? Was? Ach so, hier. Na klar. Hier, bitte. Hab ich denn... hier, bitte. Hier ist meine Fahrkarte. Entschuldigen Sie die Kratzer. Ich müsste sie hier. So. Einfahrtsfahrer hatten, ne? Naja, passiert halt. Da ist der Kollege. Ich merke auf jeden Fall, dass ich wieder ein bisschen reinkomme in das Spiel. Und der hält hier an der Haltestelle, das heißt, wir können einfach vorbeifahren. Ich habe All Directions mal backstage getroffen. Ich bin fast ohnmächtig geworden. Na dann. So, das ist, glaube ich, diese enge Haltestelle hier mit der Hecke. Aber passt. So, das muss ich irgendwie vergessen, weil ich guck mal, ich habe das Licht an der Westen.
komme, wir fahren eh die ganze Zeit. Ah, hier steht der Rollstuhlfahrer. Den habe ich jetzt eben nicht gesehen. Freeman Street. Die Freeman Street, die können wir mal aus der die nehmen wir mal raus aus dem wo war das jetzt? Hier, mit dem Bleistift war das, ne? Tilton Avenue, Freeman Street. So, Änderung übernehmen. Ich freue mich schon drauf, nach der Arbeit im Stausee zu schwimmen. Das kalte Wasser ist bei dem Wetter. Hi! Einen Einzelfahrschein, bitte. Ich bin vor ein paar Jahren auf den Berg gestiegen. Die Aussicht. Alter, das liebe ich. 2 Euro Ticket, aber Hauptsache 20er einlegen. Ich hatte gestern bei mir einen Fahrgast drin, der hat einen. Ne, heute Morgen. Gestern hatte ich ihn drin. 7 Euro Ticket mit einem 50 Euro Schein zu bezahlen. Mann, ich hätte Gott sei Dank genug Wechselgeld eingenommen. Und das, obwohl ich die Einnahmen gerade vorher rausgenommen oder weggebracht habe. Das Gott sei Dank, dass ich genug Wechselgeld hatte. Soll ich sagen müssen, ist nicht, geht nicht. Ich kann ihm ja nicht 43 Euro im Kleingeld geben. Das Kleinste, was ich dann habe, ist dann 2 Euro. Ich hätte über 20 Stück nehmen können, ich hätte die Kasse leer machen müssen. Nee, vergiss es. Und wir dürfen eh nur maximal 10 bis 20 Euro annehmen, also oder je nachdem, aber nein. Fahrgast muss aussteigen, oder? So. So, wir fahren zum Hinterhaltestelle, das ist diese Haltestelle Kindling Walk. Die hier unten in der Ecke ist. Ich hoffe, dass wir die danach wieder aufwerten können. Wenn wir das Ding nämlich weg haben, da hinten, dann haben wir nämlich etwas kürzere Strecke. Das ist das gleiche wie zum Beispiel, wo wir dann oben noch die ach, wie heißt das Ding hier? Curiosity Island und so, da die Haltestelle mitnehmen müssten. Die da immer noch ganz am Ende der Route ist. Weil die auch auf 5 aufgewertet muss, um diese Haltestelle abzuschließen. Aber unser Ziel ist es ja nämlich so Step by Step, nämlich die Stadtwelt und die Haltestelle hochzunehmen, und dann haben wir nicht mehr allzu viel zu machen. Ich baue ja dann immer ein bisschen um und mache die länger und baue die wieder um und wie auch immer. So, Kindling Walk ist die letzte Haltestelle und dann sind wir durch für heute. Morgen geht es dann weiter um 16 Uhr, wie immer. Wie gesagt, der Bus-Simulator kommt nahezu täglich, nicht immer täglich. So wie es gerade von der Zeit her einfach passt, wie ich mich so vorbereiten kann. Oder auch, ich habe ein bisschen private Dinge zu tun, kann ich nur wieder drauf nehmen. Kindling Walk, geht auch auf der 5. Kindling Walk. Supi, dann nehmen wir die nämlich schon wieder raus. Old Police Station. Gucken wir mal, dann haben wir schon mal hier fast wieder alle so ein halbes. Greenwood High School. Second Street. Old Police Station. Freeman Street. Dann sind wir schon fast durch in Greenwood, ne? Oder? Also wenn die drei da oben. Greenwood Indian Indian. Erlaubt dem Fettel. Ja, dem Fettel nehme ich nicht. Und, ja, dann sind wir durch mit Mr. Greenwood. Cool. Passend zur Mission. Sind wir durch? Ich guck gerade. 48. So. Gut. Als nächstes binden wir Timberridge ein. Das wäre, glaube ich, das nächste unten. Dann hätten wir das auch durch irgendwann. Obwohl, nein, wir machen über Bay weiter. Timberridge machen wir mit Eclipse Bay zusammen. Dann nehmen wir das nächste größere, heißt dann ja Bay Tree.
Und dann freue ich mich, wenn er wieder einschalten wird. Hier beim Bus-Simulator. 21 läuft, ihr habt recht. Und dann geht's weiter mit Copperpot und Petri in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.